Moin Freunde, ich bin Sojasert und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind diesmal in der Dread, da keiner mehr genau gesagt hatte, was er sich Ion-technisch wünscht, habe ich mir einfach überlegt, dann gehen wir halt doch heute mal in die Dread. Ne? Es gibt halt jetzt auch noch ein paar andere Videos, die ich hochgeladen hatte. Dementsprechend, das sind einmal zwei Videos zu dem Event, ne, die wir jetzt hatten. Es werden aber auch andere Videos kommen, auch zu anderen Spielen, wahrscheinlich auch wieder irgendwas Richtung Diablo, als auch wieder zu WoW. Dementsprechend einfach bitte dranbleiben. So, ich habe mich mit einer Premade-Gruppe hier zusammengesetzt, oder ich habe mich einfach bei einer Gruppe beworben, formulieren wir es einfach mal so. Und jetzt versuchen wir natürlich, dieses wundervolle Ding hier jetzt auch gleich nach Hause zu bringen, um die AP natürlich mitzunehmen. Ja. So, ich hoffe, euch allen geht es ansonsten soweit alles gut. Ja. Ich hoffe, euch gefällt das Event mir bisher so. Ja, bisher würde ich noch nicht sagen, dass ich da was gegen hätte. Okay, wir spielen auf jeden Fall gegen den Offi Forster. Das heißt, wir werden absolut penetriert werden. Das ist auf jeden Fall nicht ganz so cool. Und es ist eine komplette Atreya-Primate-Gruppe. Von den Leuten kann man ja erhalten, was man will. Na, genauso wie man von den Tahabata-Leuten erhalten kann, was man will. Okay. So. Wir haben uns auf jeden Fall einfach mal komplett durchgebufft. Jetzt müsste ich natürlich auch noch auf meine Heilerleiste wechseln. Na. Und wir gucken mal, ob wir die Leute hier getoppt kriegen oder nicht. Also wäre traurig, wenn wir es nicht hinkriegen würden, aber trotzdem. So. Ja, Heal-Cleric zu spielen ist halt relativ langweilig. Dementsprechend erwartet jetzt keine großen Weltwunder oder ähnliches. Weil. Außer wirklich viel machst du halt hier als Cleric halt leider nicht. Du guckst halt, dass die Leute halt am Leben sind und das war's eigentlich auch. Ne? Und ansonsten versuchst du halt einfach dein Mana-Management ein bisschen im Griff zu haben von den Mana-Pots. Hätte ich vielleicht vorher mal gucken sollten, ob ich mehr als noch 20 Stück habe. Weil das wird auf jeden Fall relativ schwierig, da noch mit anzukommen. So. Ja. Versuchen natürlich auch ein bisschen Damage mitzumachen, dass wir hier auf jeden Fall nicht ganz so ablosen. Aber da wir halt, wie gesagt, eine komplette Atreya-Gruppe als Gegnerteam haben mit einem Offi Forster, ist das dann doch schon etwas komplikativer, als wenn es nur in Anführungszeichen Leute wären, die nicht gerade irgendwelche Offiziersränge oder höher hätten. Ja, so. Ich bin auch jetzt gerade nicht im Livestream, wo ich das aufnehme, weil wir haben jetzt gerade erst, ja, kurz nach 1. Um 2 startet der Livestream am Donnerstag, ja. Na, dementsprechend, wenn ihr mal Bock habt, mich auch mal live zu sehen, dann schaut sehr, sehr gerne auch bei mir auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Der ist immer in der Videobeschreibung unten verlinkt. Und sagt einfach auch mal gerne, ob ihr von YouTube kommt oder nicht. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, weil ich liebe es, mit dem Chat zu interagieren und mich mit dem Chat zu unterhalten. Dementsprechend, ihr würdet mir einen riesen Gefallen damit tun, wenn ihr mal vorbeikommt. Na. So. Bisher China-technisch war jetzt noch nicht so wirklich der Brüller dabei für uns. Ah, wir haben noch keine Schuppe oder ähnliches bekommen. Dementsprechend, wir müssen auf jeden Fall mal achtsam sein. Oh. Dass wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Loot abgegriffen bekommen. Ja, so.
Ich kenne das Spiel halt leider schon. Na, die werden halt relativ schnell zu uns kommen. Na, und uns die Hölle heiß machen. Na, so. Da wollte ich gerade ein bisschen Damage mitmachen. Aber ich muss natürlich aber auch gucken, dass meine Mates hier halt am Leben bleiben. Weshalb das halt oft halt nicht ganz so einfach ist. Na, auch wenn es immer nur ein Schaden ist nun mal, ist und bleibt nun mal Schaden. Na? Auch obwohl es auch nur ein Damage ist, es ist aber halt ein Dot und das ist halt die Hauptsache. Na? So. Meine Stigmas derzeit, kann ich euch mal zeigen, na? Sind halt jetzt nicht so der Brüller. Na? So. Da müssen wir einmal rein dispeln. Wupp. Und GG. Na? So. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich doch relativ zufrieden. Na? Auch wenn wir mit großer Wahrscheinlichkeit das hier gleich verlieren werden, haben wir zum Glück noch ein paar Rollen, die wir nutzen können. So. Ja. So. Die Putt, die macht mir ein bisschen Sorge, sage ich euch so, wie es ist. Na? Aber da werden wir auch schon drum herumkommen. Na? Ich hoffe, euch geht es soweit allen gut. Na? Unser Ranger, der frisst gerade echt massivst für Schaden. Na? So. Beziehungsweise alle Leute hier. Denkt immer dran. Auch mal fleißig was zu trinken, meine Freunde. Weil trinken ist immer so das A und O. Ja. Wir schauen auf jeden Fall, wie es für uns hier jetzt weiterläuft. Ja. Im Regelfall, ja, läuft das eigentlich relativ gut, aber das ist halt eine Random-Gruppe. Ja. Wir sind zwar in Anführungszeichen pre-made-technisch, aber wir müssen halt trotzdem halt ein bisschen hier aufpassen, was hier passiert. Na? So. Ich hoffe, man hört mich trotzdem, obwohl hier die ganze Zeit der Sound so am eskalieren ist. Na? So. Ihr seht es ja, wir kriegen hier massivst viel Schaden rein. Na? Zap. Da musste ich ja mal edle Anmut zünden, um unsere Gruppe hier nochmal getoppt zu kriegen. Na? Ich würde halt hier gerne nicht gekickt werden. Das ist sehr schön. So. Da läuft nämlich auch unser Mars-Hot jetzt. Auch nochmal ein Single-Hot. Ich pumpe mich nochmal mit meinem Instant voll. Und damit ist die Gruppe auch wieder absolut fein. Ich habe zwar keine Cooldowns mehr in der Hinsicht, sobald die Asmus dann kommen. Aber damit müssen wir auch irgendwie dann in der Hinsicht dann klarkommen, wenn doch die Asmus kommen sollten. Na? So. Da kommen auch schon die Asmus. Ich ziehe direkt mal hier mein Pudding. Na, so. Ich schmeiß mal direkt meine GK, dass wir auf jeden Fall hier getoppt sind. Na, so. Zap. So, zap. Unser Sorg kriegt erstmal ein Death-CD. So, zap. Okay, der wurde einfach umgeglobelt. Okay. So. Ah. Da kannst du halt nichts gegen machen. Die haben halt alle Silence-Gottsteine und was weiß ich. Da kannst du halt wirklich nicht viel gegen machen. Na, so. Ja, was willst du dagegen machen? Ist halt leider so. Da brauchst du dich, oder da muss man sich halt ehrlich gesagt auch nicht drüber aufregen in der Hinsicht. Na, es sind halt leider die Tret. Na, und irgendwie in Anführungszeichen irgendeine Art von Matchmaking haben wir hier halt leider auch nicht. Na? Die Leute haben halt, sag ich mal, einfach einen Vorteil, wenn sie halt in der Hinsicht schon Silence-Gottsteine haben. Woher sie haben, ist jetzt einfach mal außen vor gelassen. Na? So. Aber sie haben halt welche und das ist halt so das A und O. Na? Ja gut, wir wurden auf jeden Fall direkt hart penetriert.
Na, und ich habe natürlich auch direkt erstmal gefettfingert, dass ich meine 2K-Marmelade geworfen habe anstelle meiner 4K. Das müssen wir auf jeden Fall mal eben abändern. Na, die kann eigentlich mal raus. So. Und dann haben wir auf jeden Fall hier jetzt mal ein bisschen mehr Orientierung, würde ich mal sagen. Wir können hier einmal reindispeln und gucken, dass unsere Leute hier mal am Leben bleiben. So. Den Ranger mal einen Deft-CD-Pri gegeben, in der Hoffnung, dass er überlebt. Ja, aber wir spielen halt gegen Atreya und das ist halt nicht gerade ganz so einfach. Ja. Ja gut, wir können auf jeden Fall mal gucken, ob wir hier irgendwie doch noch was gerissen kriegen. Wer weiß das schon, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass sie relativ schnell Richtung Boss gehen möchten. So. Ich hoffe jedenfalls, dass wir irgendwie doch noch ein, zwei Quests erledigt kriegen. Ja, das würde ich mir persönlich sehr wünschen, weil du kriegst halt sehr, sehr viel AP über die Quests. Und ja. Was willst du, sag ich mal, groß dazu jetzt sagen? Wir wurden halt einfach massivst penetriert. Ja. So. Und da ist halt kein wirklich großer Spielraum nach oben offen. So. Natürlich werde ich direkt gestunt, aber unser Ranger, der hat schnell gehandelt. Er kriegt natürlich auch erstmal direkt ein Death-CD von mir, dass er das auch überlebt. Ja, so. Wir haben eigentlich relativ huge Damage dabei, aber so im Großen und Ganzen haben wir halt PvP-technisch doch jetzt nicht so den Brüller-Damage. Na, so. Wir können auf jeden Fall mal gucken. Ich hätte wahrscheinlich auch gerade einige Sachen auch hätte anders spielen können. Na, aber da gibt es halt sehr viel Theorie und Praxis. Die haben halt auch Kantor und Clery, ne, Doppeltemplar und einen Ranger. Da ist halt immer so die Sache, ne? Ach ja, so. Ja. Wir versuchen auf jeden Fall jetzt noch ein paar Zergs, Sukarnas mitzunehmen, na, um wenigstens noch ein paar Punkte zu machen. Ja. So. Ja. Wir folgen natürlich, wir sind einfach nur der Heiler, ne? Also wir machen jetzt nichts Großes, wir laufen halt einfach nur hinterher, schauen, was die Gruppe macht und dann machen wir natürlich auch dann dementsprechend einfach weiter. Nimmt doch mal die Pfoten daraus, Dankeschön, das war nämlich meiner, den ich gewonnen hatte. So, zapp. Na, aber die Leute haben hier halt richtig Bock, irgendwie immer irgendeine Scheiße auf sich zu haben oder ähnliches. Na. So, wir haben zwei Mages. Eigentlich könnten wir die beiden auch einfach sleepen und gucken, dass hier was geht. Aber irgendwie haben die beiden daran nicht gedacht, dass man das aber auch CC'n könnte. Na, so. Die Dots sind wieder ausgelaufen. Wir können nochmal pre-dotten oder nach-dotten in der Hinsicht. Na. So. Wir wollen natürlich unseren Leuten hinterherlaufen und schauen. Na? So. Da lag auf jeden Fall nochmal Loot. Da ist aber auch schon wieder irgendein Langfinger dran. Na, der hat sich natürlich wieder die Balauhr-Schuppe einverleibt. Na? Aber irgendwie looten oder so darf ich nicht. Ja. Wow. Ja. Jeder hat so ein Adjutantensiegel bekommen, aber ich natürlich mal wieder nicht. Ja. Warum bin ich eigentlich Leader, meine Freunde? Hier kann das mal irgendjemand anderes machen. Hier Gruppenrechte übertragen. Jawohl, weil ich bin der Heiler. Ich habe hier nichts zu melden, meine Freunde. Ja. So, zapp. Wir versuchen auf jeden Fall relativ schnell nach oben zu kommen und um unsere Gruppe zu unterstützen.
Zap. Ja. Der wurde einfach umgeglobbelt, der Bruder. Zap. Nö, vergiss es. Ah, so. Ah ja, genau. Zap. Ja, hallo. Ah, okay, genau. Klar. Und die Silence-Gottsteine procken halt einfach viel zu häufig. Na, das ist halt auch so eine Sache, die sie definitiv abändern müssen, dass die Gottsteine definitiv eine geringere Drop-Rate oder Drop, ne, nicht Drop, sondern eine Hit-Chance haben, weil sobald du jemanden angreifst, ist er zu 99% immer garantiert drauf. Wir geben jetzt noch die ein oder andere Quest hier eben ab. Wir gucken natürlich, wir haben einmal den Gefangenen befreit, das ist sehr schön. Da gab es noch mal ein bisschen AP, wir konnten hier noch mal was machen. Dann nehmen wir natürlich noch das paar Food mit. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich dafür, dass ihr auf jeden Fall hierfür eingeschaltet habt. War jetzt natürlich keine schöne Thread, aber es war eine Thread. Dementsprechend danke, macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.